Reisen aus der Landsmannschaft, die Züge in der Linken. Palästina war Teil des Oströmischen Reichs, bis es 637 von den Arabern eingenommen wurde. Papst Gregor VII. Plante, sich im Jahr 1074 an die Spitze eines Kriegszuges zur Eroberung Jerusalems zu setzen, um die Wirkungsstätten Christi wieder dem christlichen Abendland zurückzugewinnen. Seit dem 7. Jahrhundert fand die islamische Expansion statt, die militärische, teilweise mit Übergriffen verbundene Unterwerfung und Besiedlung christlicher Gebiete durch arabisch-muslimische Eroberer im Nahen Osten, in Nordafrika, Italien, Eroberung Sardiniens. Der Einfall in Rom und die Zerstörung der Basilika St. Peter durch die Aghlabiden im Jahre 846, sowie, bis zur Rückeroberung im Rahmen der Reconquista, der Einfall in Spanien und Portugal. Seit 638 stand Jerusalem unter muslimischer Herrschaft. Von christlicher Seite wurde die Eroberung des Heiligen Landes und die Zurückdrängung der Sarazenen als Rückeroberung und als ein Akt der Verteidigung des Christentums betrachtet, welcher durch offiziellen Beistand und die Unterstützung der Kirche bekräftigt und angeführt wurde. Außerdem konnte das Land langsam all die ganzen Menschen nicht ernähren und so sprach der Papst, das Land kann langsam all die ganzen Menschen nicht ernähren und deshalb liegen sie dauernd im Streit miteinander, also zieht aus in ferne Länder und erschlagt dort die Heiden. Der Pöbel jubelte. Und so geschah es. Mit den Worten Gott will es, antwortete die Menschenmenge, als Papst Urban II. 1095 auf der Synode von Clermont in einer Predigt zur Befreiung Jerusalems aufrief. Damit begründete er den ersten Kreuzzug, der zur christlichen Rückeroberung der heiligen Stätten beigetragen hatte und den einzelnen Teilnehmern helfen sollte, ihre Sünden abzubüßen. Der erste Kreuzzug war ein christlicher Kriegszug zur Eroberung Palästinas, zu dem Papst Urban II. Im Jahre 1095 aufgerufen hatte. Das ursprüngliche Ziel war die Unterstützung des Byzantinischen Reiches gegen Seldschuken. Der Kreuzzug begann 1096 zum einen als bewaffnete Pilgerfahrt von Laien, zum anderen als Zug mehrerer Ritterheere aus Frankreich, Deutschland und Italien. Die Eisenfaust am Lanzenschaft, die Zügel in der Linken. So sprengt des Reiches Ritterschaft und ihre Schwerter blinken. Schwarze fliegt voran auf weißem Grunde. Verloren zwar, noch unbesiegt, so klingt uns seine Kunde. Flattert hell im Morgenwind und grüßt der Grenzenlande. Grüßt die, die unsere Brüder sind, trotz Schmach und Not und Schande. Hey ja, hey ja, hey ja, trotz Schmach und Not und Schande. Es fliegt voraus im Ritterskleid und mahnet uns zu streiten. Für die verlorene Herrlichkeit, um Wimpel fliegt, wir reiten. Hey ja, hey ja, hey ja, hey ja, so singt uns eine Kunde. Ja, 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 ja. Trotz Schmach und Not. Wir reiten.
Reifen. Umwimpelt lief wie Reifen. Das Kreuzritterheer brach in mehreren Zügen auf und vereinigte sich in Konstantinopel, wo die ersten von ihnen im November 1096, die letzten im April 1097 eintrafen. Nach neueren Schätzungen belief sich die Größe des Heeres auf rund 7000 Ritter und adlige Herren sowie ein 22.000 Mann starkes Fußvolk. Einschließlich Unbewaffneter umfasste das Gesamtheer rund 50.000 bis 60.000 Menschen. Die Anzahl der Pferde und Saumtiere wird auf 50.000 geschätzt. Das restliche Kreuzfahrerheer, das ebenfalls kleinasiatische Städte erobert und für sich beansprucht hatte, zog südwärts nach Syrien. Ab dem Oktober 1097 begann es mit der Belagerung von Antiochia. Die Nahrungsversorgung während der siebenmonatigen Belagerung war völlig unzureichend, viele Kreuzzügler verhungerten oder desertierten. In Kilikien eskalierten die Spannungen unter den Anführern des Kreuzzuges, Balduin von Boulogne und seine Gefolgsleute verließen das Heer und begaben sich nach Edessa. Dort errichtete Balduin im Jahre 1098 unter Bruch des Lehnseides gegenüber Alexios die Grafschaft Edessa, den ersten Kreuzfahrerstaat. Die Stadt wurde erst im Juni 1098 durch Verrat eingenommen und alle nichtchristlichen Einwohner umgebracht. Die Kreuzfahrer wurden nun selbst belagert, da ein vereintes Entsatzheer der Emire von Mosul, Aleppo und Damaskus mit einer Stärke von 200.000 Mann nur 5 Tage später eintraf. Auf Seiten der Kreuzfahrer befanden sich zu diesem Zeitpunkt, inklusive Nichtkämpfender, lediglich 20.000 Personen. Erschwerend kam hinzu, dass es in ganz Antiochia als Folge der Belagerung keine Nahrungsmittel mehr gab. In dieser verzweifelten Situation riefen sie eine 3-wöchige Fastenzeit aus. Währenddessen verbreitete Bohemund von Tarent das Gerücht um die heilige Lanze. Ein Mönch namens Peter Bartholomäus soll eine Vision gehabt haben, in der ihm der heilige Andreas erschien und ihm den wahren Aufenthaltsort der heiligen Lanze zeigte. Zunächst wurde diese Aussage angezweifelt. Als auch ein Pfarrer eine ebensolche Vision hatte, waren die Zweifel überwunden. Bei Grabungen stieß man tatsächlich auf eine Lanze, die als heilige Lanze betrachtet wurde. Durch den Fund motiviert, stellten sich die Kreuzfahrer dem muslimischen Entsatzheer zum Kampf. Die Belagerer, in deren Reihen es zu inneren Streitigkeiten gekommen war, wurden trotz ihrer massiven Übermacht nach kurzem Kampf besiegt und in die Flucht geschlagen. Bohemund von Tarent ernannte sich nun zum Fürsten von Antiochia, womit er einen weiteren Kreuzfahrerstaat gründete und dabei ebenfalls den Lehnseid gegenüber dem byzantinischen Kaiser brach. Er beendete seine Teilnahme am Kreuzzug vorzeitig und ging dazu über, die Herrschaft in seinem Fürstentum auszubauen. An seiner Stelle zog sein Neffe Tankred weiter Richtung Jerusalem. Eisenfaust am Lanzenschaft, die Zügel in der Linken. So sprengt des Reiches Ritterschaft und ihre Schwerter blinken. Heia, 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 heia. Und ihre Schwerter blinken. Das Balkenkreuz, das Schwarze flieht voran auf weißem Grunde. Verloren zwar doch unbesiegt, so klingt uns seine Kunde. Heia, heia. Nach gelungener Verteidigung der Stadt Antiochia besserte sich die Nahrungsversorgung nicht. Hinzu kamen Seuchen unter den ausgehungerten Kreuzfahrern, denen auch Athema de Montail erlag.
So plünderten die Kreuzfahrer auf der Suche nach Nahrung das weitere Umland. In Mara kochten unsere Leute die erwachsenen Heiden in Kesseln, zogen die Kinder auf Spieße und aßen sie geröstet. Anfang Juni 1099 erreichten die Kreuzfahrer Jerusalem, das sich seit 1098 unter der Herrschaft der ägyptischen Fatimiden befand. Hier sahen sie sich mit Nahrungs- und vor allem Wassermangel konfrontiert. Die große Hitze und Seuchen demoralisierten die Angreifer. Hinzu kamen regelmäßige Ausfälle der Verteidiger, die auch alle Christen aus Jerusalem vertrieben, die nun mit den Belagerern in der lebensfeindlichen Landschaft vor den Stadtmauern ausharren mussten. Die Verteidiger hatten alle Brunnen vor der Stadt zuschütten und sämtliche Bäume fällen lassen, um die Belagerung zu erschweren. Aus einer entfernten Quelle herangeschafftes Wasser wies eine schlechte Qualität auf. Viele Kreuzfahrer erlagen den Strapazen oder verließen das Lager, um allein in die Heimat zurückzukehren. Die Stadtmauern waren ohne Belagerungsmaschinen nicht zu überwinden, so dass ein Angriff sinnlos erschien. Dennoch entschieden sich die Anführer des Kreuzfahrerheers, die Stadt bereits am 13. Juni 1099 anzugreifen. Der Angriff ohne Hilfsmittel scheiterte trotz unermüdlichen Anrennens und der vorübergehenden Eroberung der nördlichen Befestigungsanlagen. Nach einiger Suche wurde Bauholz aus dem entfernten Samaria beschafft. Damit erbaute man Belagerungstürme, Rammen und Katapulte, mit deren Hilfe die Kreuzfahrer nach einem fünfwöchigen, verlustreichen Kampf 1099 die Stadt einnahmen. Es folgten noch 6 weitere Kreuzzüge. Also schwangen sich weitere Ritter auf ihr Pferd und machten sich auf in neue Lande. Hey ja, die Eisenfaust am Lanzen schafft die Zügel in der Linken.